Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in unserem Starlight Drive-In. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Oh, ja, danke. Kannst du das so machen? Also kannst du das sowas nicht sagen? Da werde ich ja verlegen. Jedenfalls, ich bin im Baufieber, es tut mir leid und ich würde gerne den heutigen Part noch ein bisschen hier ausbauen. Im besten Falle noch ein, zwei Häuschen hier hinklatschen, vielleicht, wenn es möglich ist. Das wäre mir ganz lieb. Und im nächsten Part dann aber auf jeden Fall machen wir weiter bei Nuka-Cola World. Aber ich kann nicht widerstehen, es ist so schwierig und zu widerstehen ist schwierig und... Ach, was rede ich so lang? Ich mache jetzt einfach hier weiter. So. Fein. Ja. Wir brauchen denn auf jeden Fall noch Betten. Und zwar insgesamt 6 Stück Betten. Das heißt, ich werde gleich wieder anfangen hier mit Haus bauen. Und dafür brauchen wir wieder etwas Betönchen. Boah, Stahl haben wir mehr als genug. Beton könnte heute knapp werden. Na komm, klipp, klipp. Klipp. Machst du klipp? Du musst den Marken Clip da. Hallo? Nochmal. Okay. Hallo? Ah, jetzt könnte es was werden. Hier? Da mal. Okay. Da nimmt er schon mal. Da oben ist er zickig. Warum du sein zickig? Hier da? Komm, mach Clip. Sei eine brave Betonplatte und mach Clip. Schurke, ich sehe dich. Ich kann mal nicht wegtun. Das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd. Das ist jetzt ein bisschen ungut. Wie weiche ich das jetzt geschickt aus? Ich würde sagen, ich lasse das komplett frei. Ah, warte, ich brauche das zu messen. Stimmt. Ich lasse den dann einfach komplett frei. So machen wir das. Und ich klebe hier schon mal den nächsten an. So. Lass hier das komplett frei. Oder soll ich hier... Wir könnten hier auch 2 freilassen. Und könnten hier nochmal vielleicht... wieder ein kleines Gemüsebeet versuchen anzulegen. Das können wir auch probieren. So, machen wir mal Clip. Und so. Hinten vielleicht. So, Clip. Und dann werden wir hier vielleicht ein kleines Gemüsebeet machen. Das wäre ja eine Idee. Aber hier wird es ja auch langsam immer weiter nach außen, oder? Aha. Da wäre es besser. Es wird zwar etwas schief jetzt werden, aber das etwas neu zu auszurichten wäre vielleicht gar nicht schlecht. So. So. Und dann dafür ein kleineres herzubauen. Dann fällt das vielleicht gar nicht so auf. Ja, dass ich hier ein bisschen verrutscht bin. Ja, vielleicht. Vielleicht gelingt es. Ja, vielleicht. So. Aber eigentlich dürfte ich ja wiederum gar kein kleines bauen, weil wir ja Betten brauchen, ne? Ich könnte aber hier wieder ein größeres Holzhäuschen herknallen. Was? Hier ist schon? Wegen Beton? Hier geht nichts. Frechheit. Da, machst du da noch Clip? Clip, Clip. Da macht er Clip. Aber da drüben sind wir schon scheinbar zu weit im Boden versunken. Ha? Echt? Ja. Schaut echt danach aus. Das wäre jetzt aber gar nicht schön. Wenigstens eine Platte noch. Eine? Nur eine? Nö. Leck mich am Arsch, sagt er da. Habe ich ganz deutlich gehört.
gut oder auch nicht gut, dann werde ich versuchen, hier noch eine herzubauen. Oder wir machen es höher. Das machen wir. So, komm her, meine gute Platte. Kann ich dich etwas höher? So nicht, ja. So nicht. Da hat sie schon recht. So nicht. So geht das einfach nicht. Ja. Und so. Ach ja. So ein bisschen höher. Ich denke mal, dass man das so schon machen kann. So vielleicht. Ja. Vielleicht ist jetzt... Na, halt. Schön brav. Ja, schön brav. Vielleicht ist es jetzt besser. Und das gewinnt dann doch noch was. Ja. Muha. Das schaut dir gut aus. Ja. Ja, so können wir das machen. Muha. Muha. Gut. Nein. Hallo? Ja. Brav. Brave Betonplatte. So, schön anpassen. Ja. Jetzt haben wir dich. So. Auch noch. Geht sie darüber? Ja, sie passt. Da, schau. Ja. Dann können wir da echt ein großes hinhauen. Das wird mir sehr... Also, das würde mir große, große Freude machen. So. Du musst nur weiter mitspielen. Ja. Ja, ja. Das hat gepasst. Super. Huch. Zu viel gedreht. Ja. Oh, jawohl. Und ja. Mhm. Und warte, jetzt haben wir 1, 2, 3. Ja. Das Holzhaus war das... Also wenn wir nochmal so eins bauen wie da drüben. Entschuldigung. Ein Frosch im Hals. So. Puh. Wenn wir nochmal so ein Holzhaus bauen wie da drüben, das würde mit 3, hätte es da genug. Wäre es schon zufrieden. Ja, dann bauen wir doch einfach eins, oder? Ah, da. Warte. Da, Fertighäuser. Da. Weil das ist ja ein, wirklich ein kleines. Wir könnten auch mal selber eins bauen. Hätten wir denn dann was für einen zweiten Stock? So schauen die Häuseli eh immer gleich aus. Die Häuseli. Ist es schlimm, wenn sie immer gleich ausschauen? Na, oder? Hoffentlich nicht. So. Nein, Zocki, alles gut. Mach nur. Okay. Okay, wenn ihr das sagt, dann passt das so. Alles klar. Dann brauche ich mich den Kopf darüber zerbrechen. Ja. Huch, na, das wollte ich nicht. Ist jetzt viel verhaut? War. Ich werde es bald verhauen, ja. Na, schau gar nicht mal so blöd. Habe ich gar nicht mal so blöd gestellt. Nur ein Stück noch. Warte. So, dass ich vielleicht was sehen tue. Nur ein Stück. So. Vorne Look, Look. Ja. 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 Schaut nicht schlecht aus. Irgendwas schief hier. Na, nicht so schlimm. Ist nicht schlimm. Was ich jetzt auch noch machen könnte, ich glaube, das werde ich auch tun. So, komm her. So, herbauen. Hä? So. Ah, ein kleines Stück geht noch. Ein kleines Stückele. So. Aber hier zack. So baut man Häuser in, puh, 260 Jahren sowas. Einfach nur schauen, dass es anklebt und gut ist. Dann könnten wir die hier theoretisch schon wieder verändern, oder? Von der Höhe her. Das müsste dann schon wieder funktionieren. Ich weiß, ich würde wieder was mit Abstand brauchen. Oder? Würde es funktionieren? Hm, da werde ich wahrscheinlich alles wieder neu auslegen müssen. Weil, ihr seht ja, hier geht es ja wieder bergauf, ne?
Ja, nicht nur seelisch und körperlich geht es bei uns bergauf, sondern auch hier beim Bauen. Und dann müsste ich den Beton hier nochmal ein Stück erhöhen. Das klappt jetzt aber nicht so, wie ich es gerne möchte, wieder mal. Ich wollte einfach gleich hier hoch. Und wenn ich das aber hier so lasse und dafür hier dann hoch, warte so, weil ja, es ja gar nicht anders sonst gehen tut, einfach dann hier hoch, höher hoch. Ah, jetzt wollte er anklipseln. Nix da anklipseln. Schau, wollte er da echt anklipseln. Ja, und wenn ich das jetzt, warte, einfach nur, hör auf. Und dann einfach nur höher. Ungefähr vielleicht so gedacht. Warte, nein. Spalt ihn nicht so. Ungefähr so. Passt das? Schief wird's halt, ne? Ja, schief ist es. Großartig. Großartig. So vielleicht? Ja, das schaut besser aus. Mhm. Das schaut besser aus. Dann können wir hier nämlich nochmal auf die Seite da eine Treppe machen. Wir können trotzdem hier eine Höhe schaffen. Wow. Ja. Das ist nur die Frage, wie weit das hier sich anklipsen lässt. Aha, ist schon wieder vorbei. Oder? 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 Ah, ah, ah. A? A, B, C? Und hier, und hier, und hier. Einer geht noch rein. Komm, einer geht noch rein. Komm. Du schaffst das. Einer klipselt noch an. Bitte. Oder auch nicht. Da müssen wir echt noch ein Stückchen höher. Da muss ich die nochmal rausreißen. Ja, ich reiß die raus. Rausgerissen. Warte, stopp. Rausgerissen. Einfach so aus dem Leben gerissen. Voll brutal die Platte rausgerissen. Jawohl. So. Na. Würdest du dich bitte abstellen lassen? Danke. Und du musst auch noch einmal weg. Ja, klipsel ruhig. Ja, da. Von mir aus. Wow. Gut. Dann muss das hier noch ein Stück höher. War nicht zu sehr verrutschen, bitte nicht. Halt. Halt. Ah, nichts runter. Rauf. So, wie viel ist verrutscht? Schaut nicht schlimm aus. Ein Moment bitte. Ich dachte, ich muss niesen. Entschuldigung. Nichts ist mit niesen. So. Ein Stückchen muss es trotzdem noch dahin. So. Ist zu viel verrutscht? Bitte nicht. Na, schaut gut aus. Ha. Ja. Ich glaube, das wird uns gefallen. Huch, ich sehe nichts mehr. Jawohl. Klipsel, 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 Klips. Halt. Klipsel, Klipsel, Klipsela. So, la 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 la. La la la. Den Strauch können wir wegreißen. Oh. Oh, 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 das mir freuen tut. Komm her, du Strauch. Es war mir eine Ehre. Und tschüss. Wenn es klappt. Also so und so normal. Lampenfuß verschrotten. Der hat Stahl? Eine Sicherung hat er auch drin und Gummi? Weil es ein Lampenfuß ist. Ja. Ich dachte, ich kann das da, den Burschen da wegtun, aber nein. Dann bleib halt als Deko hier. Aber trotzdem kommt hier noch einmal ein Betönchen. Ein Betönchen kommt noch hin. Oder habe ich einen übersehen? Warte. Haben wir einen zu viel? Nein. Glaub nicht. Passt. Ach, wie schön, es klebt an, es klebt an. Schaut aber doof aus, wenn
Könnte aber auch als Zimmerpflanze fungieren, wenn ich es ganz, ganz schlau mache. Oder einfach so auf dem Balkon hier eine Zimmerpflanze. Und ich mache hier einfach ein kleines Haus hin. Das könnte ich auch machen. Ein großes Haus wäre hier schon toll. Vielleicht nochmal so ein metallernes. Ich mache eine Balkonpflanze draus. Ja. Das ist der neue Schrei, ist das? Ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht können wir da echt was Schönes draus basteln. Ich probiere es einfach mal. So, nach hinten. Passt. Ich glaube, es geht sich aus. Dass ich noch einmal. Komm, einmal noch. Klipseln. Herrschaftszeiten. Einmal. Ich will da was Großes haben. So, zweimal. Und. Komm. Komm. Dreimal. Und. Yeah! Wup, 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 wup. Level up, meine Lieben. Super. Super. Na, fresh. Sehr gut. Und jetzt hierhin, wenn wir noch genügend Zeugs haben, kommt nochmal unser Metallhäusele. Das große da. Das hier. Hui. Oh Gottchen. Wie ist das schnell zum Rein? Sowas, glaube ich. Dass hinten wieder nichts ist, quasi. Oh, oh, da ist irgendwas verrutscht. Schlingel. Warte, ich stell das mal ab, bitte. Was ist mit dir, Betonplatte? Ab mit dir in Reihen und Glied. Sie hat Glied gesagt. Ja, habe ich. So. Halt. So. Ja. Gut. Dann, warte. Es könnte passen. Es könnte gerade sein. Ja. Warte, lauf, lauf, lauf. So, Horuk. Und jetzt noch. Ein gutes Stück nach hinten. Und ein Stückchen hierhin. Huch, nicht so viel. Oder doch? Hier noch mal eine Treppe hin, ne? Das könnte schon ein bisschen knapp sein. Aber dafür brauchen wir hier. Warte, wir brauchen hier ja nichts. Wir brauchen hier gar nichts. Zurück. Wir brauchen hier ja gar nichts. Also von Weg oder irgendwas. Das ist gut. Dann kann ich hier nämlich ganz nach außen rücken. Und dann haben wir hier genug Platz zum Gehen. Das ist toll. Ja, das passt gut. Hier dann noch eine Leiter runter, wenn es passt, wenn sie funktioniert. Können wir gleich glubschen. Können wir gleich ein glubschen tun. Da werden wir aber allerdings sowas brauchen. Ja. Da geht jetzt aber nur eine, ne? Und wie schaut es mit sowas aus? Das wird nicht besser sein, ne? Und das hier? Das klappt auf zweimal. Quasi so. Schaut aber auch nichts gleich. Schaut gar nichts gleich. Ugh. Dann wäre es noch besser, das hier drüben zu machen. Hier. Einmal. Ja, da wird es besser ausschauen, wirklich wahr. Na, da gibt es keine andere Möglichkeit, da werden wir das so machen. Dann gibt es ja auch nur eine davon. Nämlich so, ganz genau. Und für den Fall, dass hier noch jemand rauf möchte. So. Hm.
schöner? Na, nicht wirklich, ne? Ist sowas schöner? Ja, das ist schöner. Das nehmen wir. Das ist wirklich schöner. Ein Döner macht schöner. So, und hier nochmal einer. Ja, das schaut doch besser aus. Jetzt noch eine hübsche Wand. Natürlich hier rein. Metall. Ein Metallenes haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oh, da vorne habe ich vergessen. Ich böse Zocki. Da habe ich schon wieder vergessen. Ja, das ist nicht gut. Da brauchen wir die hier. Schaut nicht hübsch aus, ne? Ist die wäre breiter, diese Treppe. Würde die schöner ausschauen? Ja, vielleicht. Die wäre vielleicht hübscher. So und so, und dann sind wir drin. Geht's noch ein Stück nach hinten? Dann schaut es nicht mehr hübsch aus. Ach, das wird hoffentlich wohl schon so gehen. Hoffe ich mal. Davon war es, glaube ich, auch so knapp. Na, das passt schon. Ist okay. Gut, dann Sonstiges. Und zwar ein Zäunchen. So, das machen wir hier hübsch fertig. Ich glaube, das war das Modell. So. 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 Warte, stopp. Ja, wird das gehen? Da darf ich nicht mehr bauen. Dein Ernst? Wie fies ist denn das, bitte? Zu weit draußen, ne? Ja, natürlich zu weit draußen. Was mache ich denn jetzt? Das Ganze nochmal ein Stück nach vor verschieben? Halt, pst. Blöd jetzt gerade. Huch, na so nicht. Das ist echt gerade doof. Klipp, 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 ja. Da klipselt er noch an, aber da oben sagt er, ist schon Feierabend. Halt. Vielleicht kann ich schummeln. Oh, Zocki schummelt. Wie kannst du nur? Du bist kein gutes Vorbild. Nein, mit Sicherheit nicht gerade. Ich will es ja nur mal probieren. Halt, stopp. Vorher warst du doch noch gelb. Jetzt ist er gelb. Wahrscheinlich geht dann die Tür nicht mehr auf, ha? Knapp. Und wenn ich das hier ganz frech ein kleines Stück noch nach vorn schiebe. Ja, jetzt bleibt er natürlich rot, ne? Muss der Zaun wahrscheinlich dafür ein Stückchen weg. Ich stelle ihn mal hier hin. Ja. Nur ein kleines Stück. Da, wird mir schon reichen. Na, dann bleibst halt stehen, wenn's nicht willst. Echt, Spinnermichel. Ist ja wahr. Dann halt nicht. Dann probier ich so nochmal. So lange ist er noch gelb. Na, nicht verrutschen. Langsam, na, nicht verrutschen. Langsam. Langsam. So. Geht die Kack. Na. Geht die Tür auf? Mist, gerade nicht wahrscheinlich, ne? Na? Nein? 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 Hm? Hallo? Ja, da. Na. Nein. Nein, nicht klipseln. Nicht klipseln. Pfui. Jetzt komm. Jetzt ärgere mich da nicht. Das wäre echt wegen 1-2 Millimeter. So.
Ich glaube, das geht. Es geht, das geht. Es schaut nicht schön aus, aber es geht. Naja, wobei, so hässlich ist es auch wieder nicht. Ist machbar. Passt, bin zufrieden. Boah, bin ich zufrieden, nehme ich so, ist gekauft. Da kommen wir ohne Probleme hoch, ne? Ja, ist gekauft, nehme ich so. Ist gut. So, nochmal. Gut, denn hier brauchen wir dann auch einen Zaun. Ja. Also, Zäunchen. Da wäre aber schon fast eine Wand toll. Kann man hier, wenn ich jetzt da am Boden bin. Ja, ich bin ganz am Boden, ganz tief am Boden. Ja. Wird es da irgendwann mal gelb? Tatsächlich. Weil wir können ja echt, oder hier halt. Okay. Das wird gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da wäre es halt klasse gewesen, wenn man es anklipsen hätte können. Warte, ich muss es so drehen. So muss das eigentlich sein. So. Ja. Fast. Nein. Theoretisch. Na, nicht ganz. Halt. Schön ist halt dann was anderes, ne? Halt. Ja, ich glaube so. Das passt schon so. Fertig. Das passt schon so. Der klipselt hier nicht zufällig an, ne? Nein. Da muss das so funktionieren. Warte. Am Boden bitte. Ist halt der schiefe Zaun. Der schiefe Zaun des Dorfes. Das ist eine Touristenattraktion. Ganz genau. Ja, ja, das geht schon so. Das ist schon nicht so schlecht. Und diese Touristenattraktion, die ist schon mehrere hundert Jahre alt. Ja, genau. Wir haben sie nur restauriert. Mhm. Warte mal, Wände. Ist hier ein eigenes Kapitel für Zäunchen? Na, oder? Na, das war schon da raus, ne? Gerüst. Was hätten wir denn hier noch? Einen Stall, ist klar. Und Lagerhaus gibt es auch. Ehrlich? Hey, das wäre aber auch hübsch. Das bauen wir da hinten zum... Da hinten bauen wir das hin zum Marktstand. Oh ja. Oh ja, das wird toll. Das wird toll. Nur, hallo? Türe? Türe? Das muss schon da dabei sein. Wenn ich das eine finde, finde ich das andere nimmer. Es ist ein Wahnsinn mit mir. Echt. Wer braucht denn das? Ich dabei nicht. Stall, Gerüst ist ja auch was Falsches, ne? Wobei. Gerüstgeländer. Achso, das schaut so firmenmäßig aus. Ah, na, na. Nix Firma. Nix da Firma. Zäune, da, jetzt haben wir es. Den wollte ich haben. So, ja, genau. Richtig. Richtig. Den will ich haben. So, drehen, 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 drehen. So. Geht sich der da oben noch aus? Na. Brauche ich echt noch volle Wäsche, eine ganze Betonschicht. Optimalerweise. Dann kann ich den hier vergessen. Und kann ihn hier hin machen. Da so. Im Eck. Von mir aus. Und den da. Nur derweil. So. Und dann noch eine Betonschicht. So ein Dreck. Eine Betonschicht. Da. So. Dann machen wir halt. Machen wir halt. Weil wir es können. Ja. Na, stopp. Ah ja, ist schon vorbei. Okay. Da wüsste ich noch was. Warte mal. Wie wäre es, wenn wir das so machen? Wird immer hässlicher, ne? Statt schöner.
Ja. Dafür werden wir aber hier anklipseln. So, warte mal. Ja. Ganz genau. Hier werden wir einen Christbaum wiederherstellen. Das werden wir eins verschüpfen, dass wir eine schöne Ecke zusammenkriegen. Hier wird in der Regel eh keiner herhatschen, hoffe ich mal. Jetzt könnten wir zurück. Zäune. Ja, ja. Jetzt können wir eventuell probieren, ob sowas wird. Ob so wird. Ob das so hinhauen tut. Ja, vielleicht. Schaut nicht so schlecht aus. Dann vielleicht auch hier einen doppelten. Na, einen doppelten. Ein einfacher würde reichen, aber kurz. Hier haben wir was Kurzes. Hm, die sind alle zu lang. Das hört sich falsch an, Entschuldigung. Ich werde hier einfach was herstellen, so irgendwas rüberstellen, dann passt das schon. So, dann sind wir da. Warte mal, gibt es was Schöneres, was Besseres? Sowas vielleicht, eventuell? Eventuell. Hm. Okay, da will er nicht. Probieren wir es halt hier. Hier. Hier und da. 30 Jahre später. Würdest du bitte gelb werden? Geht's überhaupt noch? Ja, freilich. Material hätten wir genug. Aha. Dann stellen wir uns wieder schöner hin. So, hätten Sie jetzt Lust, bitte. Da war es kurz gelb. Ja, das ist wieder gelb. Und mit etwas Glück. Halt, langsam. Ist es nicht schief? Tatsächlich, es ist schief. Wer hätte das gedacht? So, ein bisschen nach tun. So, eventuell. Na, nicht. Millimeterarbeit. Ja, Millimeter. So, vielleicht jetzt. Ja, das schaut besser aus. Das schaut besser aus. Dann ein Tor braucht man nicht. Das da wäre schön. So, na, so, an der. So, ja. Oh, das ist ein bisschen lang, oder? Hm. Naja, vielleicht geht sich der Stipfel noch aus. So. Und dann hier noch, so vereinzelt. Ja, das fährt aber schon ein Stück nach draußen, ne? Aber ohne Stipfel schaut es auch geschissen aus. Beschissen. So. Er ist halt an der Treppe angebracht. Kann man rein? Ja. Das haut schon mal hin. Okay. Dann brauchen wir nur noch hier was um die Ecke. Um die Ecke. Klippst du an? Nicht für alles Geld der Welt, habe ich schon gemerkt. Ja. Da muss ich mich wieder hier hinstellen. Ja. Zicke. So, Zickenzaun. Ah, das wäre ein gutes Thema für den heutigen Part. Der Zickenzaun. Steht halt leider ein bisschen drüber. Aber ich kriege das nicht besser hin. So, Vorsicht. Tschack. Jawohl. Und hier gibt es sowas Kurzes? Wird das da? Na, oder? Da wäre es besser gewesen, nicht sowas zu wählen. Dann kann ich eigentlich eh darauf bauen dabei. Was? Du da. Ich will dich darauf tun. So. Und ich mache nur einfach mal einmal so eine Länge rüber. Mit einem Stipfel. Würdest du
nach unten. Wieso geht es nicht nach unten? Aha. Jetzt. Ja, die Zäune hier haben ihr Eigenleben. Das habe ich auch schon mitbekommen. Man möge es nicht glauben. Mit einem Stiefel dazu, dann kann hier normalerweise keiner mehr durch. Doch, natürlich kann man durch. Ja, natürlich. Selbstverständlich klappt das. Das ist, ja. Da gefällt mir der mit der Ecke da oben aber besser. Der Zaun mit der Ecke mit was drin. Und hier? Hättest du hier noch Platz? Also ich meine, hättest du Bock hier zu stehen? Zaun? Nein, ich will nicht. Auch nicht, wenn es ein bisschen schräg ist. Nein. Kein Bock, Mann. Aber wieso nicht? Weil es scheiße ist. Ach komm. Dreckszaun. Da zickt er auch rum, oder was? Ja, natürlich. So. Und jetzt? Zicken. So. Machen wir halt dahin. Dann tun wir halt den da. Nochmal dahin. Dann ist gut. So, aus dann. Aus die Maus. So. Wenn sie hier lang gehen, passiert nichts. Ist gut. Und hier können sie eh noch. Ich meine, das geht so. Okay, machen wir hier vielleicht noch eine Treppe hin, eine kleine. Eine kleine süße Treppe. Nur für das Haus hier. La 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 la. Na, wo ist eine Treppe? Da ist Treppe. So, das tut sein Treppe. Ja, halt. Passt. Gut, ist genehmigt. Baugenehmigung bekommen. Können wir so stehen lassen. Fein. Hier allerdings, ich weiß, ich habe jetzt mit einem Dingsterzaun begonnen, aber wir werden hier weiterhin mit Holz machen. Stolz auf Holz. Erstens ist es angenehmer zum Bauen und zweitens klebt es nicht an. Nix da. Nix mit Holz, dann nochmal mit Metall. Wahnsinn. Klappt echt gut. Wo kriege ich so ein kleines Teil her? Sowas würde reichen. Aber das wird nicht funktionieren, wahrscheinlich. Da brauchen wir das hier. Voll windschief. Jetzt wird jetzt da eventuell. Ja. Jetzt wollen wir nur glubschen, wie weit das ins Haus reinragt. Schon ein Stück. Wenn ich es schaffen würde, endlich mal das Ganze gerade hinzubekommen. So, bleib mal hier drin stehen. Mitsamt dem Pfosten. Du Pfosten. So. Wenn das Ganze hier jetzt mal gerade stehen würde. Würde. Mit Würde stehen würde. So. Würde das dann klappen? Herr von und zu Frau Zaun. Boah, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Halt, da hat er gerade was gemacht. Na, nicht so. Ich will es da haben. Da so. Na komm, vorher, weißt du, verstehst, vorher haut's hin und jetzt schon wieder nicht. Das ist so unfair. Echt. Aber sowas von unfair. Kleine Zäune, kleine Sorgen, große Zäune, große Sorgen. So. Würdest du jetzt bitte da anklipseln? Halt. Na, das hat er gemacht. Würdest du bitte, 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 sein lieber Zaun, bitte, bitte, gelb werden tun, bitte, halt,
gelb, gelb, gelb. Was? Gelb? Gelb. Du wirst gelb. Gelb? Ab und zu geht er und dann wieder nicht. Wie habe ich das denn jetzt wieder... So, ja. So will ich aber... So. Warum eigentlich nicht? Baue ich ihn halt so hin. Bevor das halt gar nichts mehr wird. Ja, passt, dann ist halt so. Kann auch keine Sau rein. Passt. Nehme ich so. Und der Part ist zu Ende. Ja. Oh, nein. Nein, der Part ist zu Ende. Ich würde so gerne noch weiter bauen. Den einen Zaun, wenn es noch geht. Schau, gelb wird er schon mal. Wow. Gelb ist er schon mal. Jetzt nicht mehr, aber vorher. Warum bist du jetzt nicht mehr gelb, wenn ich dich drehe? Du Glumpert. Du Glumpert. Echt voll, voll zicke. So. Warte kurz. Noch ein Stückchen vor. So vielleicht. Ja. Und geht sich der zweite neben noch aus? War. Bitte. Klipseln tut will er was, aber... Naja. Wie schon einmal gesagt, schön ist halt was anderes, ne? Dann machen wir noch den Einzaun. So, damit die Zocki gut schlafen kann in der Nacht. Ja, das... Wie gesagt, nicht 100% schön, aber zweckmäßig und ja. Geht. Unsere Leute sind ein bisschen sicherer. Gut. Ich bin dann so frei und baue hier nur noch hier zwei Betten rein und hier zwei Betten oder vielleicht drei sogar. Also drei Betten baue ich da rein. Mehr mache ich da nicht jetzt. Könnte ich eigentlich sofort machen. Ich will es euch nicht vorenthalten. Machen wir ein kleines bisschen Überlänge. Ich baue nur schnell ein paar Betten rein, damit die Leute hier endlich pennen können. Es wird hier dabei auch keinen Strom geben, nur Betten. Ja, nur schöne Betten, würde ich gleich mal meinen. Kann man hier eigentlich gut gehen? Hier und dann schnarch? Geht das? Oder eher hier? Auf jeden Fall wird da ein Bett schön. Oder ich lasse sie alle oben pennen, das können wir auch machen. Aber da zieht es doch so gemein, oder? Ja, na unten ist es dann doch gemütlicher eigentlich. Also, ein Bettelein kommt hier hin. Ein bisschen Überlänge ist eh wurscht. So, na komm, sei lieb. So. Ein Bett. Hier das zweite. So, ja. Na komm. So, das zweite Bettchen. Und eines noch. Ich würde sagen, können wir hier hinbauen. Dann haben wir hier die Schlafecke sozusagen. Derzeit ein bisschen windiger. Ja, passt schon. Ist ja wurscht. Und oben bauen wir dann irgendwann mal dann ein bisschen Luxus. Vielleicht finde ich dann wieder den Fernseher an. Ja. So. Da bin ich sicher nur, den habe ich sicher wieder mal nur übersehen. Der ist 100% da irgendwo und ich, Depp, übersehe den wieder. Und könnten wir hier vielleicht die Schlafecke machen? So. Mal anders eingerichtet. So. Na komm. Schwebt es jetzt in der Luft? Schaut aus, als wenn es in der Luft schweben wird. Hoffentlich nicht. Warte, so vielleicht? So. Ich würde sagen... So. Theoretisch müssten wir hier vorbeikommen können. Jawohl.
Und das letzte Bettchen stellen wir hier hin. Dann haben wir 14 Betten. Dann müsste es jetzt passen für die Siedler. Ja, so. So, passt. Schön, dann noch schnell ein paar Türchen. Und dann haben wir das Grundlegende schon wieder geschafft. Waren die jetzt nicht irgendwo hier? Da. Ich werde diesmal wärmer... Nehmen wir rot. Schöne rote Türchen. So, der erste. Zum ersten. Zum zweiten. Und zum dritten. Ich gehe aber raus. Zum dritten. Und da bekommt er noch ein weißes. Und dann ist Ruhe jetzt. So, passt. Erledigt. Sehr gut, haben wir es geschafft. Fein, die Siedler hier sind mal versorgt. Wow, die Größe hier ist ja auch schon bald erreicht. Also allzu viel können wir leider nicht mehr bauen. Aber die Moral ist gut. Es ist alles auf gelb geschrieben, es passt. Und Überlänge haben wir auch noch. Ja, passt. Im nächsten Part geht es weiter mit Nuka-Cola World. Ich weiß, hier ist noch ein bisschen Ausbaubedarf, aber das können wir irgendwann mal machen. Ich hoffe nicht, dass sich hier irgendjemand beim Rauf- und Runtergehen der Leiter das Genick brechen wird. So schlau werden die wohl hoffentlich sein, dass das dann nicht passiert. Auf jeden Fall, ja, finde ich, es war wieder ein sehr gelungener Part. Wir haben unser Dörfchen hier ausgebaut, fix fertig. Die Leute hier... Den Leuten hier wird es immer besser und immer schöner und immer toller gehen. Sie haben genug an Energie, Wasser, Essen, müsste passen. Und vielleicht siedeln sich hier jetzt dann auch wieder ein paar Leute mehr an. Mich würde es freuen. Jedenfalls, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!